Jetzt habe ich schon so oft angefangen, dieses Video zu machen und überall ist das Licht so blöd. So, jetzt hoffe ich, dass es hier klappt. Und zwar geht es um die Leidensgeschichte unseres Sohnes. Er ist jetzt 4. Als es anfing, stand er kurz vor seinem 2. Geburtstag. Da habe ich so ein paar raue Stellen am Bauch entdeckt, habe mir aber nichts weiter dabei gedacht. Und ein paar Wochen später habe ich dann gesehen, dass seine Kniekehlen rot wurden und entzündet waren. Und da war es mir schon klar, dass es sich um Neurodermitis handelt. Auch die Kinderärzte haben während der O-Untersuchung das Gleiche gesagt, haben mich dann gefragt, ob ich was brauche zur Pflege, und ich habe das verneint, weil er wirklich keinen Leidensdruck hatte. Er hat sich nicht gekratzt, es hat nicht gejuckt, es war nicht offen, es war einfach nur gerötet. Ja? Im März letzten Jahres wurde dann seine Schwester geboren und danach habe ich schon gesehen, dass es ein bisschen schlechter wurde, aber so richtig kam es dann erst Mitte Juli 2019. An der Rückseite seiner Beine begann es furchtbar zu jucken. Er hat vor allem nachts viel gekratzt. Es hat genässt. Er hat sehr viel geweint. Und spätestens Anfang August war mir klar, dass wir da was unternehmen müssen. Dann habe ich erstmal versucht, über die Ernährung etwas zu erreichen. Habe bestimmte Allergene weggelassen. Milchprodukte, Eier, Weizen, Zucker sowieso. Fertigprodukte, so gut es ging. Und auch mal überlegen, was noch. Schweinefleisch, ja. Das hat leider nicht so viel gebracht, es wurde immer schlimmer. Daraufhin haben wir einen Darmcheck gemacht, der ergeben hat, dass er zu viel E. coli im Darm hat, dass sich vor allem viel zu wenig Bakterien der protektiven Darmflora im Darm befinden, also gute, schützende Bakterien. Er hat so gut wie gar keine Lactobacillen, Milchsäurebakterien, ne? Und außerdem befanden sich Verdauungsrückstände im Darm. Seine Pankreaselastase war grenzwertig. Ja, und dann ging's los. Ich habe die Ernährung noch strenger eingeschränkt. Das war schon eine Umstellung, ne, für so einen dann 3-Jährigen. Wir haben folgende Sachen vermieden. Milchprodukte, Eier, Schweinefleisch, alles, was Gluten beinhaltet. Also Weizen, Gerste, Roggen, Dinkel. Nachtschattengewächse wie Kartoffeln, Tomaten, Paprika, Chili-Gewürz. Aubergine und natürlich auch den Industriezucker weiterhin. Dann habe ich begonnen, folgende Supplemente und Nahrungsergänzungsmittel zu geben. Ich nenne die jetzt einfach mal, ohne zu erklären, wozu die gut sind. Und zwar Synerga als Probiotikum Omnibiotic 6, Vitamin D, Zink, Vitamin B12, Selen, Oligomere Proanthocyanidine, Norsan, das sind Omega-3-Fettsäuren, hat aber nicht geklappt. Egal, wo drin ich versucht habe, das zu verstecken, er hat immer rausgeschmeckt. Das ist ein richtiger Feinschmecker. Schwarzkümmelöl. Was man über Schwarzkümmelöl hört, ist vielversprechend. Allerdings hat das doch einen sehr penetranten Geschmack, einfach nicht reinzukriegen in ihn. Ich habe auch darauf geachtet, dass er genug Jod bekommt. Wir sind eine halbkoreanische Familie und von daher gibt es bei uns Seetangsuppe und selbstgemachtes Kimbap. Das ist koreanisches Sushi. Genau. Außerdem haben wir angefangen, Basenbäder zu machen. Die waren schon sehr hilfreich. Leider wurde es nicht besser, sondern sogar schlimmer. Es breitete sich aus an den Schlüsselbeinen, im Gesicht, hier an den Seiten des Bauches. Das Problem war nur, dass eine Infektion auf seiner Haut saß. Daraufhin habe ich was zusammengemischt, wo Nebenöl drin war. Neemöl ist ja wirklich ein Wunderöl, leider auch sehr aggressiv. Es hat aber, nachdem ich es eine Woche oder so angewendet habe, nicht gut geholfen und die Stellen wurden schon mal viel besser, sodass ich das dann auch absetzen konnte. Mittlerweile, glaube ich, reagiert er auf Neemöl. Also das war jetzt nicht so, ich würde es ihm jetzt nicht mehr geben, aber in der Situation war es wirklich total hilfreich. Es wurde wirklich immer besser und besser. Auch nachdem ich das Neemöl abgesetzt hatte. Schließlich habe ich alle Nahrungsergänzungsmittel abgesetzt, habe aber die Ernährung weiter so beibehalten. Die Haut wurde weiterhin immer besser, bis ich Anfang Februar gedacht hatte, boah, die sieht so gut aus, man sieht nur noch an den Beinen was. Ja, wenn man genau hinguckt, dann sieht man auch noch an den Bauchseiten ein bisschen oder an den Schlüsselbeinen, aber das ist wirklich so schön. Doch leider hatte ich mich zu früh gefreut. Monat für Monat wurde es wieder schlechter. Zuerst habe ich es auf Allergien geschoben, habe gedacht, gut, die Bäume fangen wieder an zu blühen.
Wahrscheinlich ist er einfach allergisch. Kann auch sein, dass es stimmt, aber muss das so sein? Und schließlich sah er Ende Juni so aus. Er hat wieder furchtbar viel gekratzt. Er hat wieder viel geweint nachts. Es war dann so schlimm, dass ich beim Arzt war, sowohl beim Kinderarzt nochmal als auch beim Hautarzt. Die haben mir auch viele Medikamente gegeben. Da musste ich gar nichts sagen. Also das haben die freiwillig gemacht. Und ich bin auch wirklich froh, dass ich dann erstmal ein bisschen Ruhe reinbringen konnte, einfach weil ich auch gesehen habe, dass der psychische Stress unglaublich groß war für ihn. Ja, er war so unglücklich den ganzen Tag über. Er hat so viel geweint. Er kam mir manchmal richtig depressiv vor. Und das hat mir für so einen jetzt mittlerweile Vierjährigen wirklich sehr leid getan. Und von daher habe ich wirklich an den Beinen angefangen, Cortison zu schmieren, damit wenigstens die Beine, die so stark verhornt waren und so nässend waren und wo er so viel kratzte, damit er da wenigstens ein bisschen Ruhe hatte. Dann bin ich nochmal durch ganz viele YouTube-Videos gegangen, vor allem im englischsprachigen Bereich, und habe mir dort Erfahrungsberichte angeschaut. Und dann ist mir aufgefallen, dass sie vor allem eine Whole Food Plant-Based Diet verfolgen, also praktisch eine pflanzenbasierte Ernährung, die auch High Carb, Low Fat ist, also wo wirklich viele Kohlenhydrate gegessen werden, nicht absichtlich, sondern einfach dadurch, dass sie sehr viel rohes Obst und Gemüse essen und auf raffinierte Öle verzichten und auch auf Nüsse und Samen und solche Sachen nicht verzichten, aber die wirklich reduziert konsumieren. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt die letzte Chance. Ich lasse das Fleisch weg und versuche ihm so viel wie möglich rohes Obst und Gemüse, obwohl er Gemüse nicht wirklich sehr gerne mag. Er mag lieber Obst und gekochtes Gemüse. Und da jetzt Sommer ist, hat mein Mann ganz viele Melonen gekauft. Also unsere Tage starten jetzt immer mit Melone. Und wir sind jetzt unfreiwillig vegan. Aber es macht Spaß, denn ich sehe, dass es langsam besser wird. Wir machen das Ganze jetzt schon fast 4 Wochen. Und die Nächte sind auch ohne Cortison, denn das haben wir wieder abgesetzt, wirklich erträglich geworden. Das Schlimme ist ja auch, dass man sich so viele Gedanken macht und überlegt, was habe ich übersehen? Hat er vielleicht doch einen Pilz im Darm, der nicht detektiert wurde? Hat er vielleicht eine Dünndarmfehlbesiedlung, weil er nachts auch nach Schwefelwasserstoff riecht und da irgendwas im Argen sein muss? Ja? Hat er vielleicht Parasiten oder ist irgendwas anderes los? Ein Nährstoffmangel oder was weiß ich. Da ist natürlich dann auch die Frage, was machst du? Denn du kannst natürlich noch ganz viele Tests machen, aber das kostet alles Geld und kann man machen. Aber ich habe mich dann doch entschieden, erstmal nochmal eine radikalere Ernährungsumstellung zu vollziehen. Ja, und damit fahren wir mittlerweile ganz gut. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet doch in einem Monat nochmal ein. Denn Ende August werde ich das nächste Update zu seiner Leidensgeschichte hochladen. Ja, und wenn ihr selber in so einer doofen Situation seid, dann lasst mich das in den Kommentaren wissen. Ich finde es immer schön, wenn man sich gegenseitig unterstützen kann. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wenn ich was vergessen habe, dann tut mir das leid. Ja.